besonders erfrischenden Seite zeigt sich die Verbundenheit zum Dorf in Rupperswil. Das Aargauer Dorf besitzt nämlich ein eigenes Lied, das Robischwiler Lied. Auch zum Entdecken gibt es einiges. Zum Beispiel die gut 100 Meter lange Spannbandbrücke. Mein Name ist Rudi Hediger, ich bin Gemeindamme von Robischwil, wie man eben Rupperswil bei uns sagt. Ich bin selber zu Rupperswil aufgewachsen, wie auch mein Vater und meine weiteren Vorgänger. Ein Hauptbestandteil von Robischwil nimmt die Aare ein. Die Aare hat das Leben in Robischwil geprägt. So hat man vor 1870 hier viele Überschwemmungen gehabt und mit der Aarekorrektion hat man dann die Aare gebändigt. Und heute haben wir in dieser schönen Schachenlandschaft wieder einen Auenschutzpark von nationaler Bedeutung. Darum, wenn Sie mal etwas von Robischwil sehen wollen, kommen Sie selber hierher. Geniessen Sie es, wenn Sie bei uns sind. Sie sind immer recht herzlich willkommen. Hier fließt nicht nur viel Wasser die wunderschöne Aare hinunter. Es gibt auch Zuckersüßes am laufenden Band. Grüezi miteinander, mein Name ist Marc Scherer und ich bin Geschäftsführer der Zuckermühle Rupperswil. Die Zuckermühle ist 1906 gegründet worden von meinem Urgroßvater und er ist seit 1909 an dem Standort, wo wir heute schon sind. Der Zucker, den wir haben, der kommt aus der Schweiz. Der braune Zucker, der kommt aus Mauritius, aus Kolumbien oder wenn es auch in Bio-Qualität sein darf, dann aus Paraguay. Wir verarbeiten zu Würfelzucker oder zu Puderzucker oder wir füllen in Portionen abfüllen. Schwung und innovativen Ideen wird in Rupperswil aus Zucker kunterbuntes zum Naschen hergestellt. Mein Name ist Marc Lehnert. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Firma Zile Bonbon. Mein Grossvater hat das 1947 gegründet. Zile stellt verschiedene Bonbonsorten her mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Unter anderem auch den Familienpreis vom Volb. Bonbon spielen eine zentrale Rolle in meinem Leben. Früher haben wir in die Fabrik helfen gehen und Päckchen auf die Post bringen. Dafür sind wir dann an die Kilbe gegangen und wir haben so viele Bahnen fahren, wie wir wollen. In Fahrt ist man in Rupperswil auch auf dem Wasser. Der Weidling wird im Gegensatz zum Ruderboot mit Blick nach vorne gesteuert. Mein Name ist Roland Vollnuben. Ich bin Präsident des Wasserfahrvereins Rupperswil und habe eine Schreinerei hier in Rupperswil. Mein Name ist Roland Juhu, ich bin Mitglied, langjähriges Mitglied des Wasserfahrvereins Rupperswil. Ich bin hier in Rupperswil aufgewachsen und wohne immer noch hier und arbeite im Kantonsspital Aarau. Ich bin im Wasserfahrverein, weil mir gefällt es, zu oben oder am Wochenende an der Aare ein Fertigung machen. Hier auf der Aare in Rupperswil, was sehr schön ist. Ich bin seit jungen Jahren hier Mitglied im Verein. Mir gefällt es hier draußen, die Natur, Sport treiben. Das ist ein guter Ausgleich zum Verein, auch zur Arbeit, etwas anderes zu machen, andere Leute ringsum, andere Sachen zu tun. Volk im Dorf daheim.